So, hallo, da bin ich wieder. Ihr merkt schon, boah, ich bin schon ganz schön kaputt, weil ich habe heute schon ganz viele Videos gemacht und auch jetzt für die etwas größeren Kinder unter uns, für die nicht mehr Zwergnasen, ja, sondern jetzt geht schon langsam das Alter 7, 8, 9, 10, 11, also die Hip-Hop können das Ganze auch mitmachen. Ich habe schon vor den gezwungenen Ferien, die nach vorne verschoben wurden, habe ich es mal in der Tanzunterrichtsstunde wirklich vor Ort in der Tanzschule in Walpole, allerdings nicht in Walpole, nicht in Freudenberg, nicht in Walpole. Dafür können aber jetzt die Freudenberger umso mehr mitmachen. Das heißt, es sind für alle Kinder diese Kanäle quasi offen. Übrigens noch mal ganz kurz am Rande, falls ihr das Passwort noch nicht habt, dann könnt ihr wahrscheinlich dieses Video nicht sehen. Aber es ist eigentlich ganz simpel. Ihr könnt mit diesem Passwort alle Kinder Sachen angucken, und für die Mamis und für die Papis haben wir natürlich einen anderen Button, das ist quasi Tanzwerk Online, Zumba und Piloxing. Dann haben wir Kinder at Online oder Jugend oder Hip-Hop at Online, und für jeden ist es dabei. Und für euch jetzt etwas für die größeren Kinder, die kleineren Zwergnasen, die waren schon dran, die haben schon ihre Lieder bekommen. Und morgen geht es quasi so ein bisschen weiter. Ich habe noch ein paar Lieder für euch auch noch vorbereitet. Jetzt aber ein lang versprochenes Video oder ein lang versprochenes Lied, was wir noch nicht mit euch gemacht haben. Und zwar kommt das jetzt, Yummy von Justin Bieber. Ist nicht allzu schwer, das heißt, ihr müsst mir auch zu Hause auch folgen können. Jetzt müsst ihr sogar noch alleine schaffen zu tanzen, ohne mich. Ja, ich kann euch jetzt schlecht sehen, aber ihr könnt mich besser sehen. Aber wenn es wieder losgeht, dann können wir umso besser wieder miteinander in der Tanzschule, hoffentlich alle wieder zusammen, dieses Lied einfach nur durchtanzen. Ja, dann müssen wir es nicht nochmal unterrichten. Ihr merkt schon meine Stimme. Ich bin schon den ganzen Tag hier am Schreien und wir haben kein Mikro, und deswegen muss ich immer ein bisschen lauter sprechen, damit ihr mich auch gut versteht. Und ich hoffe, ihr versteht mich gut. So, legen wir los mit den ersten Sachen. So, die ersten Sachen, die beginnen für euch immer mit dem Fuß, mit dem ich euch hier zeige. Das ist euer rechtes Bein und das ist euer linkes Bein. Okay, wir beginnen mal mit rechts. Und zwar müsst ihr so ein bisschen einen halben Schritt zur Seite tun. Und jetzt dreht ihr das Bein einmal zu euch rein. Ja, und dann probiert ihr mal so einen Schritt zu machen. Ihr habt Schritt und Schritt. Zweimal. Es ist nicht richtig, kein richtiger Schritt, den wir da haben. Ja, sondern es ist wirklich nur so ein Hochheben und wieder runter. Ja, damit ihr das Bein so ein bisschen, ihr müsst dann wirklich ganz locker, ganz cool dabei sein. Ja, damit es auch irgendwann mal, wenn wir uns hier sehen, mir es zeigt, und damit es super, super cool aussieht, ja, macht das Ganze so, wie ihr das meint, es cool zu sein, okay? Voll im Fernsehen, ihr könnt auch eure Eltern mitnehmen, sowas, es ist so ein bisschen Ausgleich für die Mamis oder für die Papis, die hier mittanzen möchten, oder für die Geschwister, die mit dabei sein möchten, auch gerne, das ist überhaupt kein Problem. So, erstmal mit einem rechten Bein, 1, 2. Das Gleiche macht ihr mal mit der anderen, auf der anderen Seite mit dem anderen Fuß, und zwar mit eurem linken Bein, nehmt ihr auch mal einen halben Schritt zur Seite, geht wieder auf die Zehenspitze so ein bisschen, und dann macht ihr mal nach hinten, so dass ihr von hier aus die Ferse so ein bisschen sehen könnt. Okay? Und zwar, das kommt dann immer vor, wenn ihr dieses Yami, 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 ne, singt. Dann müssen wir einmal, und zwar habt ihr die Hände einmal oben, unten, ja? So, dann habt ihr hier genau das Gleiche, oben, unten. Okay? Dann könnt ihr so sogar mit dem Gesicht und mit den Augen so ein bisschen nach unten gucken. Okay? Wir haben Boom, Boom und Boom, Boom. Ja, die Füße machen noch hin, her und hin, her. Okay? Dann haben wir noch was, und zwar die Füße, nachdem wir das Ganze gemacht haben, es kommt ein paar Mal drin vor. Es ist immer Dum, Ka und Dum, Ka und Dum, Ka und Dum, Ka und Dum, Ka. Ich weiß jetzt nicht genau, wie oft das Ganze vorkommt. Ich meine immer dreimal und dann ändert sich mal was. Okay? Dann haben wir noch was, nachdem wir das Ganze gemacht haben, gehen wir einfach wieder angefangen mit dem rechten Fuß. Einfach nur Schritt, Schritt, Schritt. Okay? Und dann einfach nur die ganze Zeit marschieren, 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 marschieren. Und dabei nehmt ihr mal die Fäuste, und jetzt, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr auch zu Hause das Ganze ordentlich macht. Ja, nicht nur einfach nur, sondern desto mehr Kraft ihr aufwendet, desto besser schaut es nachher auf. Probiert mal euren Ausdruck in euren Händen, in euren Füßen, quasi durch den Fernsehen mir wiederzugeben. Okay? So, legen wir mal los, und zwar mit dem Marschieren. Es ist nicht natürlich nicht nur ein Marschieren, sondern ihr nehmt die Fäuste und dann
haut die mal, oder tut mal so, als würdet ihr ganz fest von oben, also über euren Köpfen, ja, von oben, nach unten hauen, also bis zur Mitte, und dann lasst ihr mal die Hände ganz locker mal weg, okay? Und dabei lauft ihr die ganze Zeit, und zwar macht ihr das Ganze mal zweimal, ja. Bumm, zwei, drei, vier, bumm, zwei, drei, vier. Okay, machen wir nochmal, Achtung, sieben, und bumm, zwei, drei, vier, bumm, zwei, drei, vier. Und dann schiebt ihr von hier aus einmal weg zur Seite und wieder weg zur Seite. Dann kommt wieder. Bumm, zwei, drei, vier. Bumm, zwei, drei, vier. Jetzt ganz los. Slide und slide. Okay? Mit den Händen stoßt ihr euch quasi weg. Ja, mit der rechten Hand. Einmal weg zur Seite schließen und weg zur Seite schließen. Okay? So. Kennt ihr auch den ersten Teil? Wir machen mal diesen mal mit dem Teil zusammen. Wir haben oben, unten, oben, unten, oben, unten, lauf, 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 und bumm, 2, 3, 4, bumm, 2, 3, 4, slide, slide, okay? So, danach kommt eigentlich was ganz, ganz Einfaches. Das ist gar nicht so schwer, und zwar hüpft ihr wieder, also das ist kein richtiges, also nicht hüpfen, sondern ihr tut mal so, als würdet ihr mit einem Stück gehen, ja, mit dem rechten Fuß, ja, nehmt mal die Hände mal nach hier unten, ja, so einfach so ein bisschen so, als würdet ihr hier irgendwas festhalten, an der Uhr zum Beispiel so ein bisschen festhalten, ja, und dabei hüpft ihr ein bisschen zur Seite, und zwar geht ihr mit dem rechten Fuß zur Seite und springt dann mit dem linken Fuß quasi einmal dahin. Ja, es ist kein richtiges Hüpfen, ja, sondern wie so ein Galopp, sage ich einfach mal, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie das richtig heißt, für die Pferdewissenden, wenn ein Pferd quasi einmal drüber springt, in so einen Hopserlauf, sage ich einfach mal, okay? Haben wir einfach nur einmal drüber, und dann habt ihr hier, das ist ganz wichtig, ihr könnt mit dem Kopf ein bisschen hinterher wackeln, aber die Schultern sind ganz wichtig, ja. Schulter, 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 Schulter. Dann das Ganze auf der anderen Seite. Schulter, 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 Schulter. Okay, wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze mit dem Oberkörper auch noch machen, wenn das bei euch funktioniert, dann ist es noch besser. Okay? Dann haben wir wieder irgendwann mal das Ganze, da singt er gleich irgendwas by your side. Okay? Dann gehen wir auch ganz kurz zur Seite. Und dann number one. Dann gehen wir wieder zur Seite. Und diesmal nehmen wir unseren rechten Arm einmal, unseren linken Arm einmal hoch und machen wow. Okay? Number one. Also, by your side, oder irgendwas zur Seite, side auf jeden Fall, und dann I'm your number one. Okay? Also einmal nach oben. Und die andere Hand, die unterstützt ihr so ein bisschen, indem ihr hier einfach mal quasi kurz die Hand am Ellenbogen hochnimmt. Okay, nochmal. Wir haben side und number one. Okay? So, dann haben wir noch was, und zwar, dann haben wir gleich einmal, wir gehen einmal runter, dann geht dieses Knie hier, ja, das linke Knie, einmal gleich bumm, nach unten, dann tauschen wir, hopp, dann wieder bumm, und go, dann nach unten wieder auf, dann wieder nach unten wieder auf, aber dafür müsst ihr euch ganz weit nach unten ducken, so als würdet ihr auf dem Pott sitzen, okay, nochmal, Achtung, Pottposition, hopp, mit beiden Händen hier dran, und dann das eine Knie, was frei ist, tschack, dann wechseln wir beide Hände, tschack, ganz cool, pah, dann wieder ganz wechseln, und wieder, pah, und wieder, und pah, okay, so, eine Sache haben wir noch, und dann kommt wieder dieses Yami, Yami und so weiter. Aber da kommt irgendwas mit da, 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 da. Da singt er gleich ein bisschen höher. Da müssen wir ganz kurz nur, wir stampfen mit dem linken Fuß. Boom, gehen ganz weit nach unten. Und wenn wir jetzt hochkommen, dann gehen wir mit den Händen und mit den Schultern wieder da, 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 da. Okay, jetzt die andere Seite. Boom, on, da, 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 da. Okay, nochmal hier, on, boom, on, da, 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 da. Okay, probiert es mal zu Hause aus. Ihr hört es auf jeden Fall gleich in der Musik hundertprozentig raus. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. So, es geht weiter. Und zwar habt ihr gleich auch einen Teil, der ist ein bisschen, ja, sind da so ganz langsam, ganz langsam. Da habt ihr einfach nur zum Ausdruck im Prinzip nur da, du, da, du, da, 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 die. Einfach nur so ein bisschen seitlich das Ganze. Wirklich ganz, ganz easy. Da könnt ihr im Prinzip mit den Händen machen, was ihr wollt. Ich mache da ganz normal einfach nur so ein bisschen Step Touch. Ja, muss nichts Besonderes sein. Und dann geht es quasi wieder los mit da, 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 ba, ba, bi, ba. Okay, damit dann weiter. So,
Ab und zu mal kommt da so ein Bum, Bum. Ja, so zwei Bassschläge, Baum, Baum, vor. Und einmal auch in der Stelle, die ist eigentlich ziemlich, also nah am Ende, kommt es auch nochmal vor, aber da kommt keine Bässe, sondern er singt dann gleich, bevor er den hier wieder macht, okay? Da kommt nämlich vor, da müsst ihr euch mal hinstellen, ja, und nehmt ihr mal die Hände zur Hilfe mal, und zwar beide Fäuste hier, und dann entweder, ich mache das auf, das ist die leichte Form, ich mache das mit beiden Fäusten nach vorne, bumm, bumm, ja, zweimal, dumm, dumm, oder ihr macht es mit der Brust hier vorne, indem ihr die Brust nach vorne nimmt, zweimal, und zwar dumm, dumm, okay? So, ich hoffe, es klappt bei euch. Könnt euch beide Varianten aussuchen. Entweder nach vorne mit beiden Händen quasi boxen. Bum, bum. Oder mit dem Brust. Bum, bum. Auch nach vorne. Okay? Ja, mein Bauch ist ein bisschen größer als bei euch. Ihr könnt das Ganze mal mit dem Bauch machen. Bum, bum. Ne, das war nur ein Spaß. Also, entweder die Hände. Bum, bum. Nach vorne. Oder die Brust. Tum, tum. Nach vorne. Okay? Jedes Mal. Zweimal. Dann habt ihr es quasi schon fast geschafft. So. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Den Rest macht ihr mit der Musik mit. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Also ich finde das Lied super. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es ganz, 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 ganz toll. Und ist auch nicht so schwer. Das heißt, der Einstieg für euch ist diesmal super. Und ja, macht damit Musik mit. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Bis gleich mit der Musik. Yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word. Stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a magic, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum. That yummy, yum. That yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a magic, get lit it, babe. The jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum. That yummy, yum. That yummy, yum. Can you stay flexing? Yeah, you got that yummy, yum, yeah, that yummy, yeah. Yummy, yum, that yummy, yum. Say the word. Slippers on with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, 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 yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum. Ich hoffe, es war nicht zu schwer. Zu Hause könnt ihr natürlich ganz gut
einmal zu rückspulen, ob es auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem Fernsehen, auf dem Laptop, auf dem Computer, egal wo, ihr habt jetzt die Möglichkeit, das Ganze mal kurz zurückzuspulen, dann habt ihr eigentlich schon das, was ich im Unterricht euch immer erzähle, ja einmal nochmal wiederholt. Ja, wenn nicht, habt ihr sehr, sehr gut gemacht, dann bin ich stolz auf euch, wenn ihr es beim ersten Anlauf schon geschafft habt, ja, dann seid ihr super, super, super gut. Ich kenne einige Kinder, die das auch bestimmt schaffen, aber für diejenigen, die es nicht geschafft haben, nicht so schlimm, dafür ist dieses Video ja da und später sind wir wieder in der Tanzschule und sehen uns hoffentlich bald wieder. Ah! Ja, das war jetzt auch nicht perfekt von mir getanzt. Ich stehe hier und habe, glaube ich, schon 6 Stunden Videos gemacht oder so, also gefühlt ist es den ganzen Tag und für euch diesmal auch. Ich habe mich, glaube ich, auch irgendwo auf gleich kurz vertan, aber dieses Video hat jetzt eigentlich am besten gesessen. Ich glaube, ich habe schon 17 Mal den Anlauf gemacht, damit ihr auch schon mal Bescheid wisst. Ich habe auch geübt, auch für die Kamera. Ich mache das auch zum ersten Mal mit der Kamera. Ich hoffe, es gefällt euch, auch mit dem ganzen Licht hier drin. Wir haben so viel Licht hier, das glaubt ihr gar nicht. Ja, das war Yami von Justin Bieber. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso wie mir. Mir hat es nur Spaß gemacht, aber eins habe ich noch. Und zwar God's Plan. Ja, ich finde das Lied ganz gut. Es ist auch ganz, ganz einfach. Die meisten Kinder aus Waldbröl kennen das. Ja, ihr könnt das Ganze jetzt gerne mittanzen. Ich wiederhole mal ganz kurz mal für die Kinder, die es noch nicht kennen. Einmal God's Plan von Drake. Ja, das ist eigentlich ziemlich easy. Wir haben am Anfang, fängt da quasi, wir brauchen folgende Sachen. Wir brauchen einmal die Hände. Das ist jetzt ein bisschen einfacher als das, was die meisten kennen. Und zwar müssen wir die Hände einmal oben machen, also quasi aufmachen, dann wieder in die Mitte und wieder öffnen. Wieder in die Mitte und wieder oben und in die Mitte wieder unten. Oben, unten, oben, zack. Okay? Das ist quasi wie so ein X. Wenn ich vorstelle, hier ne, die zwei großen Hände und hier die zwei X-Beine. Okay? Und das machen quasi die Hände. Zur Hilfe für zu Hause, für diejenigen, die es noch nicht so gut können, könnt ihr jetzt mal in der Mitte klatschen. Das heißt, ihr nehmt die Hände hoch, klatsch, tief. Hoch, klatsch, tief. Aber wirklich immer ganz, ganz doll die Hände aufmachen und die Hände wieder aufmachen, okay? Nachdem ihr die zugemacht habt. Ganz wichtig. Wenn ihr schon da weiter seid und das hier ist viel zu einfach, das ist gleich ein bisschen schneller, ja, könnt ihr mit den Füßen mitmachen und zwar, das ist so eine Art Skifahren. Ich weiß, die meisten kennen das Ganze ein bisschen anders, ja, von Fortnite. Ich weiß gar nicht, wie das Ding jetzt heißt. Aber das ist jetzt die einfachste Version, macht die bitte alle gleich, damit wir nachher, wenn wir uns wieder sehen, das Ganze auch schön, ordentlich, ganz alle gleich, synchron machen können. Das heißt, mit den Füßen könnt ihr das Ganze hin und her und hin und her und hin und her und hin und her. Ja? Quasi immer so, wie als würdet ihr Skifahren. Wenn ihr kein Skifahren könnt, müsst ihr einfach so ein bisschen gucken, dass ihr so ein bisschen hin und her schwenkt mit euren Knien. Füße sind dabei zu. Okay? Dann haben wir noch was. Und zwar sind wir gleich im Lied God's Plan. God's Plan. Ich kann nicht singen. Deswegen werdet ihr es in der Musik erkennen auf jeden Fall. Das hört man ganz, ganz, ganz gut raus. Und deswegen für euch nur meine kleine Hilfe. Ich zähle auch nicht, sondern ihr habt da God's Plan. God's Plan ist zweimal. Das erste, dann geht ihr nach rechts mit dem Kopf und zwar nur mit dem Kopf. Over our Nacken, vorsichtig dabei. Und dann geht ihr hier tief runter zum Knie. Geht auch ein bisschen in die Hocke. Dann wieder den Kopf und dann geht ihr zur anderen Seite runter. Okay, es ist ziemlich schnell. Es ist boom, 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 boom. Okay, dann müsst ihr so ein bisschen gucken. Erst den Kopf, dann die Schultern oder auch in die Knie. Hier seid ihr schon in den Knien, dann habt ihr wieder den Kopf und die Schultern. Okay, dann wechselt ihr auch die Seiten. Klick, klack, klick, klack. Okay, so, ansonsten ist es eigentlich gar nicht so schwer. Denn jetzt könnt ihr im Prinzip immer gut mitmachen und ja, damit würde ich einfach, das sind jetzt die schwierigsten Sachen jetzt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Also wie gesagt, das hier ist eine der schwierigsten Sachen. Und am Anfang beginnt das Lied auch schon mit einem And I wish, and I wish, and I wish, and I wish, and like me. Dann macht ihr folgendes. Ja, eins, so würdet ihr euch irgendwas wünschen. Eins, ihr könnt auch die Füße auch machen, wenn ihr wollt. Könnt ihr bum, 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 bum. Boom. So, als würdet ihr euch jedes Mal was wünschen. Oder schreien, rufen, hallo. Oh, Entschuldigung. Nochmal atmen, wir haben. Eins, sechsmal. Zwei, drei, vier, fünf, sechsmal. Like me. Ups. Like me, sieben, acht. Okay.
So, dann gehen wir rüber und zwar von Ausschau zu sehen nach rechts haben wir 1, 2, 3, like me. Dann wieder zurück das Ganze mit schönen Händen. Okay, also nicht so hängen lassen, sondern wirklich boom, ka, boom, ka und dann me. Dann wieder boom, ka und boom, me. Okay, probiert die Hände schön gerade, den nach oben, den nach unten und umgekehrt genau das Gleiche. Okay, so mit den Füßen, wenn ihr wollt, erstmal die einfache Sache, und zwar geht ihr nur seitwärts wieder zu, seitwärts wieder zu, das Ganze macht ihr auch auf der anderen Seite, seitwärts wieder zu und seitwärts wieder zu. Wenn ihr es ein bisschen schwieriger haben wollt, geht ihr mit dem Fuß auch seitwärts, aber diesmal zeigt die Fußspitze nach vorne beim seitwärts gehen und beim Schließen schließen wir wieder ganz normal die Füße. Sieht ungefähr so aus, wir haben, ich gucke nach vorne, wieder zu, und me. Dann wieder, wieder zu, und me. Okay, dann geht das Ganze, ups, ist fast umgefallen. Das könnt ihr das Ganze ein bisschen mehr betonen. Ja, dann sieht das Ganze ein bisschen schöner aus und ihr habt vielleicht eventuell so euren Stil, wir haben ein bisschen rausgefunden, okay? Versucht das Ganze ein bisschen auszudrücken, also versucht mehr zu tanzen, nicht nur einfach nur ablaufen, sondern wirklich probiert das Ganze ein bisschen so für euch schön gestalten, so wie ihr meint, das ist für euch am schönsten mehr, okay? So, ansonsten haben wir da nichts Besonderes mehr, wir haben nur noch eins, das kennt ihr auch aus Fortnite, bevor ich das Ganze nicht vergesse, ich weiß noch nicht, wie das heißt. Dann müsst ihr gleich einfach nur mal ganz kurz gucken, dass ihr einmal mit dem Ellenbogen davor habt ihr zweimal nach vorne, dann wieder weg, 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 dann wieder zweimal nach vorne und weg, 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 okay? Könnt ihr mit den Fingern oder mit den Händen machen, was ihr wollt, dann müsst ihr mal weggehen, aber Hauptsache ihr geht mit Ellenbogen, Ellenbogen. Könnt ihr auch schön betonen, ne, zweimal vor, bum, 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 also einfach nur seitwärts, dann wieder zurück, ba, 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 dann wieder, ta, ta, ta und back, 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 okay? Ich hoffe, es ist nicht zu schwer. Für die Kinder, die es kennen, klar, easy. Aber für die Kinder, die es noch nicht kennen oder für die Jugendlichen, die es noch nicht kennen, ist das vielleicht einmal ganz kurz schwer. So, danach kommt, singt er gleich, ich weiß gar nicht, was er singt, aber das hört ihr auch auf jeden Fall raus, ist mal langsam. Dann geht ihr gleich einfach nur mal zur Seite und sagt ihr, tja, tja, da guckt ihr einmal von euch auch gesehen nach links. Und dann nehmt ihr eine Hand, die ist flach, nach oben, das ist eure rechte Hand. Dann wippt ihr so ein bisschen mal mit. Irgendwann kommt dann aus der flachen Hand mit eine Faust, dann hat das Ganze ein bisschen schneller und zwar wieder mit dem rechten Fuß, mit der rechten Hand und sagt ihr viermal. Eins, zwei, drei, vier, also quasi mit der rechten Hand klopfen, an die Tür klopfen, ja? Und mit dem rechten Fuß einmal gegen die Tür treten. Okay? Aber erst nur von hier bitte, nicht den ganzen Fuß bewegen, also wirklich nur quasi den unteren Teil ab der Wade, die Wade könnt ihr bewegen, ab dem Knie quasi, dürft ihr dann den Fuß quasi gegen, so als würdet ihr hier gegen einmal gegen die Wände treten, okay? Aber bitte nicht zu Hause irgendwas treten, also nicht gegen den Fernseher oder gegen die Geschwister oder gegen die Couch treten, sondern probiert euch wirklich ein bisschen Platz zu schaffen. Ihr braucht auch gar nicht so viel Platz. Guck mal, ich habe auch nicht viel Platz hier, es sieht noch viel aus, ich weiß, aber wir haben nicht viel Platz. Ihr braucht nicht so viel Platz. So, also nochmal, aus der flachen Hand, da ist passiert das mal nichts mit den Füßen. Dann nehmen wir eine Faust und machen dann schnell, wir haben, wenn ihr schon schafft, ja, könnt ihr das Ganze auch gehüpft machen. Wenn nicht, macht ihr nur Hand und Fuß erstmal oben viermal und ihr beide Hände das gleiche mit dem Fuß, nur die beiden Hände machen quasi wie so eine Schubkarre, die wir nach vorne schieben. Ja, eins, zwei, drei, vier. So, das einmal ganz schnell, nur das. Achtung, auf die Plätze, fertig und eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. So, wenn ihr das Ganze ein bisschen besser machen wollt oder anders machen wollt, ein bisschen schwieriger machen wollt, ja, könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, ihr müsst nicht, wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze ein bisschen gehüpfter machen. Und zwar genau das Gleiche, die Bewegungen bleiben gleich mit dem Fuß und mit dem Arm, ja, nur wir hüpfen dabei. Ja, eins, zwei, drei, vier, ba, 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 ba. Eins, zwei, drei, vier, tu, 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 tu. Okay? Wenn ihr aber trotzdem hüpfen wollt und aber mit dem Fuß nicht vorankommt, nur mit der Hand nicht vorankommt, dann könnt ihr nur hüpfen, die Füße hüpfen ganz normal und die Hände machen das Ganze nur. Und ja, eins, zwei, drei, vier, unten, 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 unten. Ihr dürft ihr selber zu Hause für euch entscheiden, aber ihr könnt immer das Video zurückspulen und gucken, dass ihr es vielleicht nochmal neu euch anguckt, die ganzen Varianten und dann eure Lieblingsvariante aussucht für euch und die könnt ihr dann mit uns dann gemeinsam hier gleich mit Musik tanzen. Okay? So, ansonsten kommt gleich wieder die Wiederholung von dem Ganzen.
und dann wieder eine Wish, 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 Wish. Am Ende der ganzen Geschichte könnt ihr euch einfach umdrehen und dann geht ihr quasi so ein bisschen nach hinten und setzt euch auf die Couch oder auf das Bett oder legt euch hin. Dann habt ihr es nämlich für heute geschafft. Wir sehen uns dann in den nächsten Tagen nochmal wieder. Ich hoffe, ich habe noch ganz viele neue Lieder für euch eigentlich da. Ich hoffe, ich packe das noch bis zum Wochenende, damit ihr auch schön üben zu Hause könnt, damit ihr auch nach den gezwungenen Ferien, die wir zu Hause verbringen müssen, ohne Freunde, ja, vielleicht können wir auch noch da ein bisschen mit euch noch per Video so ganz noch üben. So, ich würde mal sagen, ich mache jetzt die Musik an und dann geht's los mit Musik. God's Plan. Viel Spaß! They wish and I wish and I wish and I wish and they wish and on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Don't tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dawg. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, nope. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, ayy, road, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah.